Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich hatte leider keine Zeit, den Barbar noch weiter zu leveln. Darum liegt er noch ungefähr hier. Bald Level 53 und da zeige ich es dann im nächsten oder übernächsten Part. Ich hatte den heutigen Tag einen Shopping-Tag und deshalb ja, bin ich nicht so zum Leveln gekommen. Aber Turm des Magus ist hier irgendwo. Da unten. Da, ja. Darum kann ich es euch noch nicht Level 53 zeigen, aber das geht dann, sobald ich die Möglichkeit dazu habe, zu leveln. Also, sind momentan sehr viele Syrten online. Also hier bei Shannarid Castle sind momentan viele Syrten unterwegs und deshalb kann ich jetzt gerade nicht leveln. Mache ich da noch alle Häkchen rein. Und jetzt müssen wir hier in den Turm. Und glaube ich am Aussichtsteleskop-Zeugs drücken. Oder ist es noch nicht jetzt am Anfang? Ja, eben, ich weiß es nicht mehr so genau. Schon längere Zeit her. Glaube ich am Mai war das. Ja, Teleskop einstellen. Genau, das meinte ich. So. Torque ist tot, wahrscheinlich von Nelson besiegt worden. Mir egal, ich brauche den Torque nicht. Ich glaube, der Torque bringt auch nur ungefähr ein Level 50 etwas. Da geht's hoch, okay. Und da könnten wir dann mitmachen, wenn wir mal mehr Leute sind. Also wenn ihr mitmachen wollt, wählt das Reich Ignis und kommt am Abend ab 8 Uhr mal online und sagt mir Bescheid, wenn ihr online seid. Schickt mir eine private Nachricht an Marauder Drago, wenn ich am Leveln bin oder wenn ich am Aufnehmen bin zu Drago LP Basel. Und ja, freue mich über Gesellschaft. Am Anfang halt noch ein bisschen Leveln mit dem Drago LP Basel oder mit dem Marauder Drago einfach Fortschlachten machen. Und jo, so können wir richtig viel Spaß haben. Wir müssen halt den Spaß in Champions of Regnum suchen, indem wir eigentlich recht gut zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Dann werden die Entwickler auch wieder aktiver wahrscheinlich, weil sie sehen, oh ja, auf Valhalla klappt das Zusammenspiel wieder super. Und da könnten wir wirklich, wenn wir viele sind, auch bei den Alsen, bei den Syrten, viele sind, die zuschauen, mal riesig große Schlachten machen. Aber da müsst ihr etwas auch mitmachen. Also, wie soll ich sagen, wenn ihr mitmacht, dann machen andere auch mit und dann gibt es riesige Schlachten. Aber wenn jemand nicht Bock hat und die anderen haben dadurch auch nicht Bock, weil niemand erscheint oder so, dann ist es halt nicht so episch. Und eben, ihr dürft mich anschreiben, ihr dürft andere, die Bock haben, anschreiben. Zusammen sind wir eine Community und wir machen eigentlich die Community so aktiver. Wenn wir uns gegenseitig ansprechen, wenn wir aktiv sind, wenn wir Spaß daran haben, oder? Und dann seid ihr auch im Video. Also die Syrten und die Eisen, die dürfen dann auch im Video sein. Wir müssen nicht immer alle Syrten und Eisen sofort angreifen. Ihr müsst uns auch nicht immer sofort angreifen. Wir können zusammen sein, wir können Scheiße, Dreck machen, wir können, ja, außer reden, ja, vielleicht können wir auch reden. Wieso nicht mal mit den Syrten und mit den Eisen zusammen in einem TeamSpeak 3 Server reden oder so. Würde richtig cool sein, aber das müsst vor allem ihr und wir etwas anfangen, oder? Und mir macht es dann sicher auch mehr Spaß, dann kann ich mehr Videos machen und fände es dann auch richtig toll. Also wenn das ganze Zeit, jo, Igen haben keinen Bock, die Eisen machen, helfen nur den Syrten und die Syrten sind dank der Überlegenheit immer sowieso die Besten. Dann hat niemand so richtig Bock, weil die Syrten haben keine Gegner, die Eisen haben nichts zu unterstützen und die Igen sind immer die Verlierer. Dann fände ich es richtig cool, wenn ihr zu den Igen kommen würdet
und damit die Egen auch mal wieder die Starken sind, oder zu den Eisen und die Sürten geht und dort einfach ja ohne mich kämpft oder so. Aber die Egen sind sowieso für mich vor allem die coolsten, und dann bleibe ich bei den Egen. Und eben, wenn ihr mit mir spielen wollt, müsst ihr halt die Egen wählen oder neu anfangen und ja, einen zweiten Account erstellen. So, altes Skelett. Ja, die können wir besiegen, die sind gelb. Ja, eben. Ich würde gerne andere Spiele unterstützen, Items geben, die ich finde, habe aber leider nicht so viel Zeit. Dann kann ich sicher ein paar Leute auftreiben, die für mich die Items farmen. Ich baue sie auf und gebe sie dann eigentlich den Neulingen ab, leih sie aus am besten, bis sie es nicht mehr brauchen. Und ja, gib so die Items eigentlich weiter für die, die es brauchen, und irgendwann kann man sie natürlich auch verkaufen. Wenn ich genug Geld habe oder genug Magneten habe, kann ich euch die Sachen abkaufen, die es gefunden haben, abkaufen, und ich verkaufe es dann für die Neulinge günstiger, weil ich muss ja nicht unbedingt so viel kaufen, weil ich nicht handle sonst. Also ich gehe nie irgendwie in den, also hier in den Handelschat und kaufe mir etwas. Dann kann ich das auch günstiger wieder verkaufen. Und wir sind zu tot. Nein, ich weiß es. Die machen doch zu viel Schaden noch. Mist. Ich habe nicht geschaut. Ich hätte abhauen können. Also gehen wir wieder dorthin und probieren es nochmals. Bin einfach zu viel am Reden, zu abgelenkt gewesen. Ja. Also eben, dann können die Reichen auch etwas dazu verdienen, und die Armen, die Neulinge, die könnten dann die Items auch besser bekommen, indem ich sie an den Mann bringe oder auch verschenke. Und so können eigentlich die Reichen gut Geld verdienen noch und die Armen eigentlich gute Items bekommen. Und also wenn ihr mal Items seht, die ich habe, die ich besitze, die ihr gerne möchtet, dann dürft ihr das gerne mal als Preis vorschlagen oder tauschen. Tauschen wäre natürlich noch besser für Items, die ich zum Beispiel brauchen oder andere Leute brauchen. Und so kommen wir natürlich weiter. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen. Das wird in Regnum eigentlich wenig gemacht. Das ist ein bisschen schade. In Regnum sollte man viel mehr tauschen können müssen. Und nicht verkaufen oder immer die ganze Zeit im Handelschat schreiben, sondern unter Kollegen unterstützen. Ich glaube, das wird wieder schlecht. Wir werden wahrscheinlich wieder zu viel Schaden bekommen. Mal schauen. Ach komm, lad doch mal endlich auf, blöde Ladenseite. Komm, wir schaffen das. Gut, jetzt haben wir 3 von 5. So. Also könnte ich eigentlich Regnum wieder wirklich toll machen, wenn die Leute, die mitspielen wollen oder einfach dabei sein wollen, zusammenarbeiten. Dann hätte ich ein besseres Let's Play, mehr Zuschauer, online mehr zu tun. Dann habt ihr auch mehr zu tun online, indem ihr ja wieder auch mehr Motivation und Spaß haben. Und dann haben alle wieder Spaß an Regnum. Nicht nur ich, natürlich. Ich brauche jetzt nicht unbedingt so viele Fans. Ich bin ja nicht einer, der geldabhängig ist auf YouTube. Ich verdiene genug Geld im Real Life. Aber ja, dass alles eigentlich ein bisschen besser wird, dass alle etwas zu schauen haben, dabei sein können, im Video zu sehen sein können, besser an Items kommen, in Fortschlachten besser dabei sein können und so weiter. Also das wäre richtig geil. Ich würde das natürlich auf jede Weise unterstützen. Ich bin sehr öffentlich, ich bin sehr interaktiv und eben, ihr dürft jederzeit Verbesserungswünsche wünschen. Ihr dürft jederzeit eben fragen, ob ich mal mit euch aufnehmen soll. Ihr dürft jederzeit nach Items fragen. Ihr dürft alles mir fragen.
alles. In-game oder auf YouTube, per PN sogar, per PN hier in-game, per Skype, per Steam. Jederzeit dürft ihr mir eigentlich fragen. Ich habe natürlich auch ein eigenes Forum, da kann man auch viel schreiben. Und ja, wünsche allen eigentlich ein gutes Regnum, Video und Online-Spaß. Und viel Erfolg bei Champions of Regnum. So. Und schreibt mal in die Kommentare, wer ihr online seid. Vielleicht kenne ich euch ja. Oder wenn ihr noch nicht online seid, wie ihr den Charakternamen haben wollt oder so. Ihr solltet ihn einfach reservieren, sonst nimmt es jemand anders. Aber ja, da können wir eigentlich zusammenkommen. Und dann macht das Let's Play natürlich für euch dann auch viel mehr Spaß, wenn ihr dabei seid oder wenn viele dabei sind. Ihr müsst nicht reden. Ihr dürft auch nur neben mir herreiten oder kämpfen. Ihr dürft in meine Party kommen. Ich kann eine Party für euch aufmachen, dann seid ihr hier. Ding, dann könnt ihr berühmt werden, dann könnt ihr schnell eben an Items kommen oder schneller leveln. Ich kann euch beim Leveln helfen. Ich brauche einfach genug Zeit oder ich kann organisieren, dass Leute für euch, also die euch helfen, dass ihr schnell Level 60 werdet oder schnell an Items kommt. Ich kann also euch sehr viel helfen. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn es immer aktiver gehen wird. Und wir hätten auch irrsinnig viel Spaß, Mann. Also ich bin ein richtig toller Kumpel eigentlich, der mit euch riesig viel Spaß. Wir können Scherze machen, wir können trollen, wir können irgendwas machen. PvP-Kämpfe, wir können Arenenkämpfe machen, wir können uns gegenseitig ja, die Köpfe einschlagen, wenn ihr Syrte oder Eisen seid oder und so weiter. Also es gibt sehr viel zu tun in Champions of Regnum oder in anderen Spielen. Natürlich, schlagt mir mal ein Spiel vor, wo ihr aktiv seid. Und wenn es mir gefällt, komme ich sicher mal spielen, außer es ist zu teuer oder so. Und können wir uns für Herb motivieren? Ja, mit Level 8 geht es noch schlecht. Wo ist jetzt der? Da ist er. Der Questgeber. So, jetzt haben wir wieder fast die Hälfte. Jetzt müssen wir eigentlich wieder nach oben. Riesige schwarze Käfer, die waren ja gelb oder orange. Und ah ja, wir müssen die Enthüllung. Das sind falsch. Das gibt's so irgendwie gar nicht. Das sind eher so die Hüllen der Käferpanzer, nicht Enthüllung. Komisch. Das Wort kommt mir nicht bekannt vor. Ich bin ja kein Deutscher, ich bin Schweizer. Dann bin ich nicht alle. Ich kenne nicht den Duden auswendig. Ich kenne nicht alles perfekt. Ich bin ein Schweizerdeutscher und Schweizerdeutsch ist natürlich viel einfacher als Hochdeutsch. Dann ist es für mich schwieriger, Hochdeutsch zu reden als Schweizerdeutsch. Und ja, habe manchmal so ein bisschen die Probleme. Also wenn ich jetzt so falsch rede oder so, tut mir leid. Bin nicht so der Wissen, Hochdeutsch-Wissens, Deutschlehrer, Student oder so. Oder Gehirnforscher im Deutsch. Das sind die schwarzen Käfer, ja. Gut, dann sammeln wir hier noch die Gesteine und die Schätze ein. Und das Pferd ist so elegant. Kloppen hier. Die schwarzen Käfertorte. Reicht nicht, braucht noch 1,2 Millionen Zebe. Und was ist Zebe? Keine Ahnung. Kennt das nicht? Zeig mal, wo. Oh, einen neuen Bogen haben wir gedroppt bekommen. Gut für Level 9. Ein
können wir noch angreifen, bevor wir uns regenerieren müssen. Ein Kriegsstab. Am Anfang bekommt man immer so viele Items. Ein Kriegsstab für Level 11. Auch schwach. Nichts zum Mitnehmen, das sich lohnt. Hatte voll den Dreckskrin. Aha. Ein Käferjuwel. Ein kleiner Käferjuwel. Komm, einen Gegner schaffen wir noch. Na, wir knapp. Nein, wir regenerieren uns. So. Dann machen wir das noch hier hin. So. Ja. Alleine macht halt Regnum nicht so viel Spaß. Da müssen wir schon uns zusammentun. Aber da macht es umso mehr Spaß. Also mit 20 Leuten würde das irrsinnig viel Spaß machen. Dann hätten wir eine eigene Gilde. Und die könnte ich sogar gründen. Ich habe genug Geld beim Baba. Ich habe 10.000 Geld. Und 10 Millionen Geld, meine ich. Und 2000 braucht man für eine Gilde. Da braucht man noch 8 Spieler. Also ab 8 Spieler können wir dann eine Gilde gründen. Und ihr dürft natürlich dabei sein. Müsst aber nicht in der Gilde bleiben, natürlich. Aber dann hätten wir schon mal den Anfang und könnten uns jeden Abend dann treffen und Spaß haben. So wild wie möglich. Und ich mache gerne mit beim Leveln. Aber natürlich gibt es nach einiger Zeit nicht mehr Level. Und ihr bekommt wahrscheinlich dann auch weniger Level, wenn ihr zu wenig, zu unterlevelig seid. Aber irgendwann haben wir so viele Leute auf eurem Level, dass wir eigentlich genug gut leveln können. Und das wird irrsinnig viel Spaß machen. So. Also dann. Riesige schwarze Käfer töten. Noch ein. So, 4. Ah, haben wir schon 4 gehabt? Ja. Nein? Wir haben kein... Ah, doch. Da. Die Quest. Stimmt. Ich bin ein bisschen verwirrt bei den Quests am Anfang. Die späteren Quests haben wir natürlich, dann sind wir wieder drin. Aber ich bin auch ein bisschen abgelenkt heute. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen verwirrt bin. Ich hatte einen schweren Tag heute. So. 38 Minuten schon online. Mindestens 17 Minuten war ich beim Barbar am Leveln. Aber das geht. Dafür bekomme ich vielleicht 2 Striche. Aber mehr nicht. An Level, an Erfahrung. So, Erfahrungsboost ist wieder deaktiviert. Nächsten Tag geht's dann wieder neu. Gibt's einen neuen Erfahrungsboost. Jeden Tag eigentlich. Die ersten 20 Minuten eines Charakters werden Erfahrungsboost geben. Und dann nicht mehr. Ist ein bisschen blöd gemacht. Ich hätte die ganze Zeit Erfahrungsboost gern gehabt. Aber das geht leider nicht. Die Entwickler sind zu böse. Nein, sind sie nicht böse. So, haben wir heute noch das... wir knapp. Wir brauchen noch 2 Levels, die Quests geben doch nicht so viel Loot, Erfahrung. Ja, Loot geben sie auch nicht viel. Ah. Jetzt müssen wir hier Bücherschrank benutzen. Und dann nach vorne hier. Schreibt niemand mehr in den English-Chat. Frechheit. So. Leute, ihr müsst mehr in den English-Chat spammen. Ah, oh, nur so wenige Erfahrung bekommen. Was ist eigentlich los? Seht, die schafft den Edelstein für uns nicht zu holen und wir holen die anderen Edelsteine nicht. Muss wieder aktiver sein. Ah ja, genau, die Enthüllungen habe ich schon fast vergessen. Die müssen wir auch noch holen. Die weiß ich wenigstens.
wo die sind. Aber vergiss sie immer. Schon das letzte Mal, glaube ich, mit dem Barbar hatte ich Mühe, die zu holen, weil ich sie immer wieder übersehen habe. Die sind nämlich hier ganz klein am Boden. Da ist zum Beispiel einer. So. Und hier. Zwei, drei, vier und fünf. Schon fertig. Tolle Quest. Ich bin immer froh, wie gut die Quests sind. Die sind so wahnsinnig atemberaubend schön, die Quests hier in Champions of Regnum. Darum ist ja das Spiel auch so extrem beliebt. Also, nein, Spaß beiseite. Ein bisschen besser hätten die es gemacht, hätten sie mehr Erfolg gehabt, aber die Community macht ja das Spaß und nicht das Game. Und es ist das einzige Game, wo man so richtig offen RVR hat, beziehungsweise PvP. Und okay, wir müssen nach oben. Habe ich nicht gewusst. Und die Community ist wirklich sehr gut in Champions of Regnum. Leider nicht auf Valhalla. Also die Deutschen sind doch lieber auf Heaven oder auf Amnun, dem Testserver. Und auf Valhalla ist ein bisschen Flaute, aber das Spiel ist alt, 8 oder 9 Jahre alt oder sogar mehr. Und sind immer noch so viel aktiv, das hätte ich niemals dem zugetraut, das Spiel. Ich hätte immer gedacht, Fliff oder Rappels tut dem Champions of Regnum den Rang ablaufen oder so. Und es wird relativ früh wieder beendet, das Spiel. Also ist vom Server genommen. Und wurde doch nicht. Also das Spiel lebt immer noch sehr aktiv eigentlich. Finde ich wirklich toll. Und das liegt eben daran, dass hier eigentlich offener RVR bzw. PvP ist. Und das ist ja mal richtig cool, dass das Spiel eigentlich so viel fesselt. Und mir fesselt es auch, aber Hauptsache, ich mache ein Let's Play dafür. Ich finde es gut, dass ich Regnum eigentlich unterstützen kann. Die Spieler unterstützen kann und die Zuschauer unterstützen kann, indem ich eben auf YouTube ein bisschen Werbung schon zu sozusagen mache, ohne dass es aufdringliche Werbung oder so ist. Es ist eher für mich eine Art Zeigematerial, also überhaupt nichts mit Werbung zu tun, sondern Gameplay halt einfach nur. Und oh, die sind schwer. Da mache ich eigentlich sehr viel für Regnum, für die Entwickler. Weil sie natürlich auch wieder die Spieler ein bisschen motivieren, wieder weiterzumachen oder so. Mitzumachen. Und wenn wir wirklich mal schaffen, Valhalla wieder sehr aktiv zu machen, dann wird das ein Knaller. Wir können jedem zeigen, jedem Spielentwickler zeigen, dass Regnum zu einem guten Game gehört, auch wenn es halt nicht so qualitativ gut ist, aber dafür freie Möglichkeiten gibt. Wir können jedem zeigen, dass RVR etwas saumotivierendes ist. Etwas, was richtig viel Spaß macht. Und das können wir über mein Let's Play machen und über mich halt so einen Treffpunkt stattfinden lassen. Und je mehr wir sind, desto mehr können wir zeigen. Also wir haben den Krug des Lebens. Komm, wir schaffen es ja. Wir haben es geschafft. Super. Ich rede ein bisschen zu viel gerade. Ich habe die Konzentration am Arsch. Was haben wir gefunden? Großer, runder, schwerer Holzschild. Sehr. Boah, dieser Name. Großer, runder, schwerer Holzschild aus weichem Holz. Meisterhaft. Zweiteiliger Titel.
Zwei Zeilentitel. Boah. Und Sprungdecken aus Stahl gewöhnlich. Diese Namen. Katastrophal. Level 9. Sehen wir bald. Sehr schön. Wir gehen hinten durch. Vielleicht gibt es noch ein Gestein dort. Kommt mal, Herr Brücke. Herr Brücke. Okay. Sind wir hier? Schafft ihr es hier? Wahrscheinlich nicht. Ich möchte euch gerne unterstützen, aber kann nicht, weil ich noch zu low-levelig bin mit dem Baba. Hm. Oh, ein Ring. Schwarze Ranke. Interagieren. Da gehe ich jetzt mal nicht aufs Pferd, weil ich sowieso nicht hier rüberkomme. Weil wir gerade wieder zurück in den Turm müssen. Scheinbar. Also kurz so. Laufen. Und zurücklaufen mit dem Buff. Schnelligkeitsbuff, das fast gar nichts bringt. Man wird nur ganz wenig schneller auf Level 1. Oder ist es Level 2? Kann man das hier sehen? Ja, wir sind Level 2 bei... Nein. Doch. Beweglichkeit Level 2. Okay, dann müssen wir ins Tal. Nicht hierhin. Eine bessere Markierung. Wie wäre es zum Beispiel, liebe Entwickler, wenn die Markierungen nicht nur auf der Karte da sind, sondern als großes rotes Pfeil auch auf der... Ja, im Spiel, nicht nur auf der Karte ist. Dann wird man viel besser die Questziele auch finden. Aber nicht so störend, nur kleine rote Dreiecke. Aber immer zu sehen sind, auch hinter den Bergen oder Gebäuden, eigentlich immer zu sehen sind. Wie bei Minecraft die Mapmarker von Zahns Minimap oder Mapwriter oder so. Die Mapmarker, dass die immer zu sehen sind als kleine Beschriftungen, nicht nur auf der Minimap, dann würde ich auch besser mit schlechter Konzentration die gut besser finden. Aha, jetzt müssen wir die Quest da abgeben. Okay. Zum Beispiel bei Scam findet man es durch den Kompass auch viel schneller. Aber hier ist es halt ein bisschen blöd auf der kleinen Minimap. Muss man eigentlich immer die große Minimap aufmachen und sehen, wohin. So, da oben haben wir noch eine Quest. Und dann die Quest abgeben. Wo? Ah, da drin. So. Also wenn direkt um 2 rauskommt, dann bitte ein bisschen übersichtlicher vor allem. Und das Kampfsystem viel actionreicher. Das ist ein bisschen zu wenig actionreich, finde ich. Ich hätte es gerne noch actionreicher natürlich. Oder noch taktischer, aber ohne die Stunts. Nur wenige Stunts am besten. Euer Einberufungsbefehl-Laufzeit beträgt noch 20 Minuten. Was ist ein Einberufungsbefehl-Laufzeit? Hä? Für was ist das? Am Charakter diesem weist sich als Begleiter der königlichen Bewache aus. Für Quest. Das da? Verlorene Nachricht. Das wird es wahrscheinlich sein. Befehl. Da hat es auch wieder falsche Itembeschriftungen. Ich verstehe jetzt nicht, von welcher Quest das ist. Es steht nicht darauf. Ich hoffe, wir machen die richtige Quest. Also hier hoch. Zu den Fackeln. Nördlicher Hang. Minimap sollte auch nicht immer zu sein. Zugehen. Das ist auch eine Designschwäche von Regnum, das im zweiten Teil dann hoffentlich besser geht. Ich wünsche mir einen zweiten Teil. Muss jetzt nicht in ein paar Jahren sein, kann auch in 5 Jahren sein, aber
mit optimaler Grafik, mit optimalem Spielfluss, nicht so langweilige ja, Zeiten und viel tollerem und ja, viel besserem PvP und Kämpfen und so. Fände ich richtig toll. Okay. Netzi. Müssen wir zu Netzi? Nein, das ist ja die Quest, was sie jetzt abgegeben haben. Ja, hier gedrückt haben. Dann machen wir das. Machen wir den Part ein bisschen länger. Jetzt haben wir einfach den Ding nicht, der uns unterstützt, weil wir ja geritten sind. Aber egal. Aber vielleicht bekommen wir nur so lange den Wächter über, der uns unterstützt. Das kann auch sein. Vor allem ist es neu. Das war beim Barbaren nicht so. Seit einem August-Patch vielleicht. Keine Ahnung. Oder ich habe es nicht gemerkt, dass ich so einen Befehl bekomme. So, einen Ring haben wir auch noch hier gehabt. Kommt die Wache überhaupt noch? Scheinbar nicht. Die findet den Weg nicht. Naja. Oh, blöde Säule, Palisaden, Stange. Gut, das haben wir auch. Jetzt noch kurz ausruhen. Ja, komm, wir machen das nächste Mal weiter. Ja, jetzt ist ungefähr 30 Minuten vorüber. Dankeschön fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht es dann weiter hier im Goblin-Lager. Wir müssen ja eben diese Einberufungsbefehl gar nicht haben, weil wir keine Unterstützung brauchen vom Wächter. Ja, für den Begleiter. Also wenn das abläuft, ist der Begleiter weg. 16 Minuten noch. Aber das brauche ich ja nicht. Weil der Wächter irgendwo herumgammelt. Vielleicht hier unten noch ist. Oder gar nicht draufkommt. Brauchen wir ihn auch nicht. Nun gut. Also Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dragbosser. Tschüss.